Hallöchen Freunde, ja und damit herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja. Freunde, in der letzten Folge haben wir ja hier unsere kleine Mine angefangen zu graben und ja, jetzt mit dem Start mit der schönen Musik im Hintergrund würde ich sagen, wir betreten die Mine, ja, durch unsere schöne moderne Tür, die wir ja in der letzten Folge hier exquisit ausgesucht hatten, ne? Extra für dieses Gebäude. Naja, was heißt Gebäude? Für diese Mine, ja? Alter, was leckst du denn hier so rum? Hör auf. So, werden hier Steine eingeschmelzt, die leider nicht während dem Spiel aus weitergeladen haben. Ja, schön. Freunde, eine kleine Neuigkeit. Wir spielen in der 1.13.1. Wie ihr sehen könnt, es gibt immer noch kein Optifine. Keine Ahnung, was da so schief läuft. Eigentlich hat man Mod innerhalb von einem Tag erstellt. Aber keine Ahnung, was da im Moment so schief läuft mit dem Optifine-Mod, dass es da keinen gibt. Ich weiß es nicht. Und ja, ich würde einfach sagen, in der Zeit, wo die Steine noch da oben graben, versuchen wir einfach nur kurz unser Glück und graben noch eine Runde. Ich würde einfach sagen, wir gehen einfach mal nochmal hier in die Richtung und dann einfach ein bisschen geradeaus. Und ihr bekommt natürlich hier eine schöne Fackel hingesetzt, damit ihr hier auch schön was seht. So. Guck mal, da ist wieder Eisen und da ist eine Höhle. Ja, wir haben eine Höhle gefunden. Das ist sehr gut, dass wir eine Höhle gefunden haben. Und etwas Eisen, das ist auch immer gut. Eisen, Popeisen, das ist immer gut. Die Höhle, die behalten wir uns. Also wir setzen jetzt hier mal eine Fackel, die Fuckfox rein. So. Und ja, mit dem kleinen Eisenfund gehen wir jetzt nach oben und würde einfach sagen, wir fangen dann jetzt oben an, ein bisschen auszubauen. Weil wir wollen uns ja hier eine kleine Höhlenwohnung einrichten. Noch nicht heute, aber vielleicht demnächst jetzt mal. Beziehungsweise im Laufe des Let's Plays. So, und dann machen wir einfach mal hier ein bisschen die Decke weg. Das bleibt alles so, wie es ist. Wir machen jetzt einfach nur ein bisschen die Decke hier weg. Damit wir auch, ja, uns hier schön einrichten können. Hier kommt, wie gesagt, eine Wand hin. Also da werden wir dann ja eine kleine Wand reinzimmern. Eisen haben wir auch noch keins. Das haben wir aber gleich mit dem Eisenproblem. Einfach einen weiteren Ofen. Ich meine, das ist hier, das soll ja eine Schmiede auch darstellen, ne? So eine kleine unterirdische Schmiede soll das ja hier darstellen. Und dann kann man hier auch gerne mal ein bisschen Eisen einschmelzen. So. Schon mal drei. Müsste reichen. Müsste, ja, Leute, die Betonung liegt auf müsste. Ja. Jetzt haben wir hier drei, einfach drei von den Öfen hier stehen. Hier ist jetzt eine Bullenhitze in dieser Bude hier drinne. Weil ich möchte mir gleich eine andere Spitzhacke bauen, damit wir auch hier ein bisschen in die Breite reinkommen. Hier ist wieder Kohle. Sehr schön. Jo, dann können wir hier ein bisschen jetzt ausbauen. Und die Musik ist aus. Schade. Marmelade. So. Ja, ich weiß, neue Rezepte sind verfügbar mit unserem Eisenwerkstoff. Mal ein paar billige Stöcke herstellen. Na, was heißt billig? Einfach Stöcke. So. Und eine Eisenspitzhacke. Na, wie sieht die aus? Ah, schön. Guck mal da. So. Dann hier oben die Schicht trage ich erst später ab. Ich würde einfach sagen, wir gucken mal. Ah, es geht schon schneller. Wir bauen jetzt einfach ein bisschen die Mine hier aus. Damit wir hier auch, ja, uns eine schöne Behausung einbauen können, ne? Ja, so eine Einbaubehausung, ne? Ich weiß, was ich erstmal nach diesem Video machen werde. Einfach mal schöne Runde schlafen gehen. Ja, heute ist Freitag, heute war Schule. Aber man hat einfach die Woche, die schlaucht einfach einen so mit. Mensch, da muss man einfach mal schlafen gehen danach. Einfach in dieser Folge gehe ich einfach. Die lade ich einfach während dem Schlafen hoch, ist mir egal. Ich mache die Spitzhacke noch kaputt, die alte.
So, wir haben, glaube ich, noch eine Steinspitzhacke, genau. Wir machen erstmal die alten Sachen alle weg. Also Eisen, da müssen wir jetzt irgendwie hier sorgsam damit umgehen. Eisen werden wir im Laufe des Let's Plays genug bekommen. Das ist jetzt erst Folge 7, müsste das jetzt sein. Also da werden wir in den nächsten Folgen schon ein bisschen mehr bekommen, wenn wir jetzt auch mal die Höhle da unten erkunden gehen. Kann auch sein, dass die Höhle, die wir da gefunden haben, ein Anhang ist von dieser Höhle da hinten. Das kann natürlich auch gut sein. Dass das so eine Verbindung in sich trägt, ne? Ich meine, wer kennt das nicht? Eine verbundene Höhle. Ja, kennt ja jeder in Minecraft. So. Ja, das würde ich sagen, lassen wir einfach so ein bisschen, damit es hier ein bisschen schön aussieht. Hier ist ja schon Clean Stone, das kann man ja alles dann schön so lassen. Da oben kommt dann einfach wieder Clean Stone hin, wo ich jetzt hier alles wegroppe. Dann mache ich das mal weg. Södele und Södele. Da bauen wir ab das Köhlele, ne? Oder wie würdet ihr sagen? So. Einfach mit Erde zu bauen ist günstiger, wie die schönen Steine jetzt zu benutzen. Da muss ich jetzt gucken. So. Und, na, jetzt habe ich einen Stein verbraten. So, genau. Das Boxen war weg mit dem Stein. So, das sieht sehr schön aus. Und hier kommt dann eine Tür hinein. Ja, die Tür, die gehe ich mir jetzt holen. Da hinten ist ein Creeper. Chironimo, würde ich einfach mal sagen. Müssen sie hier noch einen Hintereingang einbauen? Ja, einen Hundereingang, genau. Alter, scheiß Bäume, Mensch. Hier muss ich einen Umweg gehen, für hier reinzukommen. Habt ihr das gerade gesehen? Das war gerade ein Hinterhalt. Das war gerade ein Hinterhalt des Baumes. Und ich gehe mal pennen. So, da haben die Bäume gerade mich hier davon abgehalten, in mein Haus zu gehen. Das war ein Hinterhalt. Das war ein versuchter Hinterhalt. So, zwei Türen. Ich will eh nicht wissen, was da unten so rumläuft. Also machen wir eine Tür ohne Fenster. Die Goldbarren, ja, die benutze ich natürlich später für meine Uhr. Für meine Rolex. Da werde ich draußen Rolex basteln aus diesen Goldbarren. Kennt man ja. Ich meine, wer macht das nicht, aus dem Goldbarren sich im Keller eine Rolex bauen? Ich meine, ach, macht ja jeder. Was liegt denn hier rum? Achso, Tintenbeutel. So. 1, 2. Die Mine. Die geheime Mine. Nee. Oder? Zur Mine. Ich hoffe, Mine schreibt man so richtig. Ich weiß gerade wirklich nicht, ob man Mine mit IE oder mit I schreibt. Eigentlich müsste ich es wissen. Ich war in Deutsch eigentlich immer gut, aber manchmal hat man wirklich so einen Hänger, wie heute in Mathematik. Die einfachsten Aufgaben, ich bin einfach nicht klargekommen. Die einfachsten Flächenberechnung-Aufgaben, ich bin einfach nicht damit klargekommen. Das war einfach so ein Blackout. Keine Ahnung. Freunde, einfach so ein Blackout. Kennt ihr das? Schreibt's mal in die Kommentare. Man ist sich einfach dann unsicher, etwas zu bearbeiten. So. Ich würde ja gern wissen, wo man hier rauskommt. Wenn man jetzt hier durchbuddelt. Ach, guck mal da. Tijiriti und Kikiriki. So, dann kommt man hier raus. Und keine Ahnung, was das gerade für eine Überleitung war. Das mit dem Kikiriki und Chichirichi. Hat schon irgendwie cool angehört. So. Ich muss aufpassen, wo ich hier hinbaue. Mit meinen Steinen. Ne, Freunde, ne? Ich muss hier aufpassen, wo ich hier hinbaue. Damit ich hier nicht unnötige Ressourcen verschwende. Ich meine, kennt man ja. Und das Holz sieht aus wie die Erde. Ja, da wächst eh Gras drüber. Aber das kann man so lassen, so als... Ah, Mann, das ist wirklich so ein kleines Versteck hier. Guckt mal, die Glasscheibe, die ist so versteckt hinter dem Baum. Das sieht man auf den ersten Blick wirklich gar nicht. Wenn man hier so guckt. Da meint man einfach, das wäre so ein Loch oder irgendwie so ein ehemaliger Höhleneingang. Aber dann ist es damit ein Fenster, das Targetlicht spendet. Und man kann einfach rausgucken. Ist ja cool. Mensch, ich habe nur so gute Ideen. Wirklich, nur so gute Ideen. So...
So, hier möchte ich ein bisschen in den Berg reingehen. Den Block habe ich jetzt nicht dahin gesetzt, der war ja. Also nichts verschwendet. So, gehen wir mal hier nur ein bisschen rein. Dann würde ich sagen, machen wir einfach hier. Da geht der Berg zu Ende. Da muss ich dann ein bisschen auffüllen. Und draußen randaliert gerade jemand. Bestimmt wieder meine Katze. Die meint bestimmt wieder, Sascha macht eine Aufnahme. Ich muss da mal ein bisschen stören kommen. Ne? Einfach hier so eine kleine Ecke, wo man hier so kochen und so kann. Kochen, ich meine, die Schmiede, Freunde. Die Schmiede. Genau, die Schmiede. Mit IE. Ja, Schmiede mit IE. Freunde. Hier können wir noch was lernen. Ach Mann, da leckt doch die Kuh am linken Beutel hier. Ach, da haben wir ja noch Stein. Acht Eisenbarren. Wir sind Millionäre. Nicht. Na gut. Ich lasse es einfach mal dabei. So. Und dann die Decke machen wir demnächst noch. Halt die Fresse, Handy. Sorry wegen dem Ausdruck, aber ja gut, das Handy nervt einfach manchmal. In der Schule, kennt ihr das? Ihr wollt gerade euer Handy ausmachen und dann schreibt jemand. Mensch, das kenne ich so gut. So, ich fülle mal einfach ein bisschen auf. Kommt ja später noch die Decke rein. So. Blümchen, die nehme ich mir gerne mit. So, wir haben schon sehr viel gesammelt, muss ich sagen. Alter, die ganzen Blumen hier. Geronimo ins Wasser. Und ja, das ist doch mega cool. Das ist doch mega cool. So, und hier noch eine hin. Mensch, das ist doch mal cool, ne? Das ist doch mal cool. So. Tipp. Und? Ne. Hallo? Achso. Jetzt hat's gemacht. So. Dann setzen wir das natürlich jetzt schön wieder brav hier hinten hin. Die Werkbank kommt in die Mitte. 1, 2, 3 Ofen. Öfen. So. Und, nein. Und 3 weitere Öfen. Dann haben wir hier eine kleine Schmiedeecke jetzt gebaut. Ja. Ein Bilderrahmen. Wie macht man sie stehen nochmal? War das so? Ne, das war eine Kiste. Holz. Holz. Bilderrahmen. Ich habe einfach aus Stöcken. Ach, wie das ist einfach schon alles einsortiert mit diesem Mod. Das ist ja kein Mod. Das ist ja einfach nur eine Hilfe. Wir brauchen eine Wolle, stimmt. Nee, dann haben wir ja ein Paint. Und da kommt wieder die epische Musik im Hintergrund. Mensch, ich weiß nicht mehr, wie man Bilder, wie man so einen Rahmen baut. Dam, dam, dam. Baut man sich einen Rahmen? Wie die Eisentür einfach aussieht. Nein, ich möchte keine Eisentür bauen.
Oh Mann. Bauen uns mal Fichtenholzfalltüren. Das sieht doch einfach geil aus, oder? Wartet mal, da habe ich eine kleine Idee. Aber wirklich nur so eine ganz kleine Idee. So mit den wichtigsten Sachen einfach. Und man kann noch keine Kiste aufmachen mit einem Block darüber, oder? Nee, leider nicht. So geht es. Hier kann man jetzt einfach so einen kleinen Schrank aufmachen. Und dann hat man hier einfach so Kisten drin. Da baue ich mir gleich noch eine Kiste. Und mache oben einfach ein Loch rein in die Decke. Dann haben wir hier so einen kleinen Schrank mit Kisten. Freunde, das ist die Erfindung des Jahrtausends. Ja. Aber Freunde, ich würde einfach sagen, an dieser Stelle beende ich diese Folge von Minecraft. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen. Wenn ja, gebt wie immer den Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bleibt gesund und ich lege jetzt mal eine Runde schlafen. Ciao, Freunde. Bis zum nächsten Mal.